Medizin, Milord? Ich habe Salben, Tränke, alles preiswert. Nerv mich nicht, du Göre. Willst du eine verpasst kriegen? Ihr müsst auf eure Gesundheit achten, mein Prinz. Wollt ihr den Dalmekern unsere Kraft vor Augen führen? Überlasst das euren Dragoons. Ich bitte euch, Bahamut nur als letztes Mittel zu erwecken. Der Preis seiner Macht ist zu hoch. Der Kaiser hat die Absicht, die Dalmeker zu hintergehen und das trotz unseres Waffenstillstandes. Noch schöpfen sie keinen Verdacht, und solange ihre Blicke auf mir ruhen, ist ein Krieg noch vermeidbar. Aber nicht nur das. Bahamut ist die Lichtgestalt von Sanbrek. Wenn das Volk in die Lüfte blickt, gibt sein Anblick ihm Hoffnung. Vergib mir, Terence. Wärest du nur mein Kaiser. Aber so. Ich werde immer euer treuer Diener sein. Sollten die Intrigen des Rats die Republik dazu bringen, den Pakt mit uns zu brechen und anzugreifen, würden auch unsere Soldaten vorrücken, ihnen von Norden entgegeneilen. Doch sie wären nicht rechtzeitig dort, um einen Durchbruch im Süden und einen Sturm auf die Chasia zu verhindern. Aus unserer Hauptstadt würde ein Schlachtfeld werden. Tausende Unschuldige würden sterben. Das darf ich niemals zulassen. Immerhin gibt es einen Lichtblick. Ihr werdet nicht gegen Titan kämpfen müssen. Wenn ich nur alle Kämpfe vermeiden könnte. Verzeiht die Störung, Hoheit. Was gibt es? Olivier wurde zum Kaiser erwählt. Was hat das zu bedeuten? Meines Vaters Befehle. Wie lauten sie? Sag schon! Jawohl, Eure Hoheit. Seine Heiligkeit befiehlt, dass Eure Hoheit hier die Stellung hält und... Ah! So schnell weg. Ja, mein Prinz. Ich muss zum Palast. Ich hol euer Ross. Was denn nun? Verzeiht mein Eindringen, Eure Hoheit. Ich kenne euch. Halt! Vor uns steht niemand Geringeres als der Phönix. Du würdest dir nur die Finger verbrennen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nicht doch. Ich gestehe aber, solch bedeutenden Besuch habe ich nicht erwartet. Wie viele Jahre sind seit der Gedenkfeier vergangen? 20? Ich dachte, ihr wärt tot. Oder seid ihr ein Geist?
Da liegt ihr vielleicht nicht ganz falsch. Aber ich lebe. Noch. Prinz Dion von Haus Lesage. Es gibt viel zu erzählen. So, dann hüpfen wir mal schnell wieder ins Versteck. Aus der Versenkung. Zuerst sollte ich mit Otto reden. So, eine Wüstenallianz von Rugena. Zit der Zweite, gestatte mir, mich noch einmal für meinen anfänglichen Mangel an Vertrauen zu entschuldigen. Aber ich bin sicher, ein Mann wie du versteht, dass man sich das erst einmal verdienen muss, vor allem in Zeiten wie diesen. Wie auch immer, meines hast du jedenfalls jetzt. Und du kannst dir sicher sein, dass du es so schnell nicht mehr verlieren wirst. Möge dies der Beginn einer fruchtbaren Freundschaft sein. So, dann gucken wir mal einmal zu Vivien. Und beim Jagdbad gibt es auch was Neues. Zum kleinen Mogri. Was führt dich zu mir? Womit kann ich dir heute helfen? Ich habe alle Einzelheiten hier. Studiere sie gut, Clive. Deine heutige Lektion ist beendet. Oh, aber mit die vier neu jetzt. Fallende Grabhügel. Seelenstachel. Grimalkin. Der neuen Dolch. Und der Zerstörer der Welten. Clive, du bist zurück. Bin ich. Heute sogar mit einer guten Nachricht. Hugo Kupka ist besiegt. Das ist ja... All unsere Kameraden, die es damals nicht geschafft haben, lächeln dir gerade von oben zu. Wir haben schon durch Lubos Stolas von Drachenfangs Ende gehört. Ich schätze, das war auch dein Werk, oder? Ist eine lange Geschichte. Bestimmt eine für die Geschichtsbücher. Willkommen zurück. Endlich zu Hause. Geht's dir besser? Viel besser. Und deswegen werde ich von jetzt an wieder mit dir gehen. Oh. Ob du willst oder nicht. Aber natürlich. Otto. Gab es Neuigkeiten von den Valutern, während ich weg war? Solltest du nicht die Füße hochlegen? Na, wenn du es wirklich wissen willst, dann geh und rede mit Vivien. Danke. Mach ich. Ah, der siegreiche Held kehrt zurück. Und er hat kaum einen Kratzer. Ein, zwei Schrammen habe ich schon. Nun, da du gleich zu mir kommst, anstatt Tayas Dienste in Anspruch zu nehmen, gehe ich davon aus, dass du noch etwas anderes hast.
Eine Spur. Und zwar von Valutan. Ganz genau. Aber welche Pläne Kupka auch mit ihnen ausheckte, er nahm sie mit ins Grab. Wie auch seine Männer. Getötet von orkischen Eindringlingen. Orks, Vivian. In Sturm hat man noch nie welche gesehen. Die Valuta müssen sie hergebracht haben, aber wozu? Warum retten sie erst Kupka, erobern dann sein Zuhause, den Mutterkristall eines Verbündeten und lassen beide fallen? Ich versteh's nicht. Kennst du die Geschichte vom Blinden und der Adamantaimai? Man lässt sich leicht in die Irre führen, wenn man sich zu sehr auf kleine Einzelheiten konzentriert. Man muss das Gesamtbild im Auge behalten. Und was zeigt das Gesamtbild besser als meine Karte? Das Königreich von Valut hat ganz Ashra fest in seiner Hand. Barnabas Tham, Odins Dominus, hat sein Reich durch Blut geeint und behauptet. Der Unabhängigkeitskrieg von Kanva 849, der Krieg der zwei Welten 865, die Schlacht auf der Belenus-Höhe 873. An welcher Front die königlichen Truppen auch kämpften, Odin war stets an ihrer Seite zu finden. Jüngst erweckt der König der Kriege jedoch den Anschein, sein Schwert niedergelegt zu haben. Denn obwohl die Schlacht um das Kristalldominium tobt, ist noch kein einziges Valuta-Schiff seinen dalmekischen Verbündeten zur Hilfe geeilt. All das, während die Fäule ungebremst Ashras Boden verschlingt. Und doch zeigt das sonst so kriegslustige Valut kein Interesse, sich noch fruchtbares Land zu sichern. Wozu dann aber der Aufwand, eine Horde Orks zum Herzen von Drachenfang zu schiffen? Und das, ohne auch nur zu versuchen, den Mutterkristall für sich zu erobern. An einem Mangel an militärischer Macht kann es nicht liegen. Tams Heer ist beispiellos. Nein, es muss mehr dahinter stecken. Denn eines steht fest. Odin wird wieder reiten. Fragt sich nur wann. Wen werden seine Hufe unter sich begraben, wenn es soweit ist? Kurz gesagt, ich weiß nicht, warum Valut Kupka hintergangen hat. Jedoch war es sicherlich Teil eines größeren Plans. Zur Verwirklichung der Ambitionen eines Mannes. König Barnabas. Aber es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Um einer Krankheit beizukommen, muss man zuerst ihre Symptome bestimmen. Glücklicherweise hat dein Onkel angeboten, genau das zu tun, indem er die Valuta im Auge behält. Mein Onkel legt sich wirklich ins Zeug. In der Tat. Wir können im Moment nichts tun, als auf seine Berichte zu warten. Nur, du hättest schon eine Aufgabe. Du musst deine Kameraden wissen lassen, dass ihre Toten gerecht wurden. Hugo Kupka ist tot. Die Wunden jener Nacht klaffen noch immer. Besonders bei denen, die Sid schon lange kannten. Vielleicht können diese Wunden endlich beginnen zu heilen. Sieh es als Gebühr für die heutige Lektion. Seit wann bist du denn so empfindsam? Was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir sind allesamt in Wahrheit empfindsame Wesen. Das sind wir wohl. Also gut. Ich gehe und sage es ihnen. Ist okay. Na, da schaut aber jemand zufrieden drein. Sind die Gerüchte also wahr? Dir entgeht auch gar nichts, Karin. Es stimmt. Kupka ist tot. Ein paar Sorgenfalten weniger also. Gut. Ich habe noch genug andere. Werd nicht übermütig. Was ist? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ach. Eine Sorge weniger. Endlich müssen wir nicht mehr in Angst Danke, und Schrecken leben. Clive. Ich weiß, ich bedanke mich nicht oft, aber ich meine es ernst. Oh, und außerdem, toi, toi, toi.
Für viele von uns war Hugo Kupka der größte Albtraum. Jetzt, da er weg ist, haben plötzlich alle wieder Zeit, sich ihren Alltagsfeewehchen zuzuwenden. Und als Anführer dieser Rasselbande wird es dir bestimmt nicht erspart bleiben, die eine oder andere Jammerei über dich ergehen zu lassen. Schön auch mal gut, ich sag's nicht oft, aber ich danke dir, Clive. Brauchst du was? Oder hast du mich nur vermisst? Du machst mich noch arm, mein Junge. Schledorn. Hast du kurz Zeit? Was ist denn? Hab zu tun. Ich wollte dir nur sagen, Hugo Kupka ist tot. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon auf diese Nachricht warte. Die Zeit ist reif, oder? Ein neuer Anfang mit einem neuen Sid. Ich werde ihm Ehre machen. Wieder zurück? Gut, dass wir ihn los sind. Wenn jemand ein rostiges Messer in die Eingeweide verdient hatte, dann dieser Bastard. Also nicht, dass ich dich hier mit einem rostigen Messer herumlaufen lassen würde. Sein Tod wird uns die Menschen, die wir verloren haben, nicht zurückbringen. Aber er hat viele aufatmen lassen. Danke, Clive. Und was darf sein? Verschwende nicht meine Zeit, wenn du kein Material hast. Und? Ah, Clive. Verlangt es euch nach dem Geschenk des Wissens? Nein. Heute teile ich meines. Hugo Kupka ist tot. Er ist... Oh, ist das wirklich wahr? Guck, er heult ja. Wirklich. Er hat Pipi in den Augen. Aus gutem Grund, ihr zwei. Das sind Freudentränen. Wir müssen es euren Eltern im Himmel sagen, damit sie mit uns weinen können. Kein Unterricht heute. Nur Frohsinn und Danksagung. Los, weg mit den Sachen. Was, echt? Spitze! Endlich. Ein Neuanfang für uns. Genau. Ich danke euch. Ja, der hat ja das erste Versteck 1.0 quasi total ausgelöscht, ne, Hugo Kupka? Hippokrates. Nach Kupkas Tod erschien mir Ultima. Ich muss wissen, was er ist. Wisst ihr etwas? Irgendwas? Leider nein. Und ich habe es wirklich versucht. Beinahe jede alte Schrift in unserer Sammlung habe ich gewälzt. Ohne Ergebnis. Nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas absichtlich verschleiert wurde. Alles deutet darauf hin, dass eine solche Kreatur niemals existiert hat. Aber es gibt ihn. Ich habe ihn gesehen. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem scheint es, dass außer euch niemand von ihm weiß. Anderen zeigt er sich nicht. Nur seinen Einfluss, den sehen wir gewiss. Wie eine schreckliche Naturgewalt für Sterbliche nicht zu begreifen. Eine Naturgewalt. Ob dieses Wesen, das ihr saht, wirklich Ultima war oder eine Manifestation seiner Macht, weiß ich nicht. Aber bis ich das weiß, werde ich meine Forschungen weiterführen. Danke. Vielen Dank. Gut. Mal sehen, ob Otto noch was für mich hat. Es ist schön, euch wiederzusehen, Clive. Ich habe es schon oft gesagt. Hugo Kupka war ein Mörder und auch ein Dieb. Ein Dieb, der uns unseres Glückes beraubt hat, unserer Hoffnung. Und obwohl ich weiß, dass es falsch ist, sich über den Tod eines anderen zu freuen,
können wir doch froh über die Tatsache sein, dass sonst nichts mehr leben kann. Seine Geschichte ist beendet. Danke euch, Clive. Habt ihr gewusst, dass es den Trägern in vielen Städten verboten ist, Kinder zu bekommen? Man glaubt, dass der Äther, der für die Geburt eines Kindes gebraucht wird, den Kristallfluch beschleunigt und die Produktivität der Mutter mindert. In solch einer Welt leben wir. Glücklicherweise konnten die Eltern von Tito und Corva dieser Welt entkommen, wenn auch nur lange genug, um vor ihrem Ende ein paar kurze Sommer der Glückseligkeit zu finden. Selbst. Im Versteck geboren, der eine von der Magie berührt, der andere von ihrer Last verschont. Ist ihr Verstand nicht durch die Lügen von Mächtigen und Geistlichen vergiftet worden? Sie werden mit dem Wissen aufwachsen, dass es keinen Unterschied zwischen Trägern und anderen Menschen gibt. Und sie werden diese Wahrheit an ihre eigenen Kinder weitergeben und diese an ihre Kinder. Bis die Welt, in der wir jetzt leben, nur noch eine Fußnote in den Annalen der Geschichte ist. Ja, der Wandel wird kommen. Durch Magie, die keinen Äther benötigt. Magie, die auch nach dem Fall des letzten Mutterkristalls noch Bestand haben wird. Ich glaube nicht, dass ihr dieses Kapitel schon gelesen habt. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Ihr seid mir immer willkommen, Clive. Und zusammengezogen. Du bist so rastlos, seit du zurück bist. Schickt Vivian dich durch die Gegend, oder was? Sowas in der Art. Ah, du sollst die frohe Kunde verbreiten. War das ihr Vorschlag? Ja. Und sie hatte recht. Die Leute sind alle erleichtert. Alle? Du warst doch noch gar nicht bei allen. Ein paar Kameraden am alten Versteck würden friedlicher ruhen, wenn sie von Kupkas Tod wüssten. Allen voran Sid. Du solltest zu ihm. Stimmt. Sollte ich. Und das werde ich. Gut. Frag auch mit. Vielleicht begleitet sie dich. Sie hämmert und schraubt von früh bis spät in ihrer Werkstatt rum. Als gäb's nichts anderes mehr. Keine Ahnung, wann sie überhaupt das letzte Mal am Grab ihres Vaters war. Ist gut. Ich frag sie mal. Wenn mir nicht bald was einfällt... Schieß los, Clive. Was steht an? Ich gehe Sid besuchen und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen. Tut mir leid, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Wir brauchen dieses Wärmeverschubaggregat. Wärme... Verschubaggregat. Hier. Und das brauchst du für... Na, für das beste, schnellste Schiff, das die Welt je gesehen hat. Die Enterprise. Ich und Paps haben sie gemeinsam entworfen. Während die Nussschalen dieser Welt auf Wind hoffen müssen, um weiterzukommen, hat unser Schiff seinen eigenen Mithril-Antrieb. Der macht uns mehr Feuer unterm Arsch als ein Behemoth mit Blähungen. Irgendwo muss die ganze Hitze dann aber hin. Womit wir wieder beim Aggregat wären. Zufälligerweise habe ich in einer kleinen Werft in Canva ein paar Seebären kennengelernt, die mir jetzt den Rumpf bauen. Aber das nervige Aggregat baue ich lieber hier. Leider ist es so kompliziert, dass ich total im Verzug bin und damit den ganzen Bau aufhalte. Ich komme aber gern mit zu Paps. Irgendwann, wenn ich fertig bin. Soll ich dir vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Braver Clive, darauf habe ich gehofft. Zuallererst brauche ich ein paar Teile. Das Aggregat hat drei Hauptkomponenten. Die Panzerung, hier, leitet den Dampf von den Triebwerken weg. Der Helm obendrauf, der die angestaute Hitze an die Luft abgibt. Und die Schilde an den Seiten, die verhindern, dass das Schiff abfackelt. Klingt fast nach einer Rüstung. Welches der Teile brauchst du denn zuerst?
Ich würde sagen, die Panzerung. Da dran wird alles montiert. Hier habe ich die Baupläne und Materiallisten. Zeig sie einfach Schledern. Der macht das schon. Gut, ich werde hieraus nämlich nicht schlau. Keine Sorge. Verlangt doch keiner. Schledorn, ich habe eine Bitte. Die wäre? Sie ist von Matt. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit und mir einen Haufen Ärger ersparen? Na sag schon, was liegt diesmal an? Wenn ich das wüsste. Hier. Bei Quikors Bart. Also, keine Ahnung, wofür man das braucht, aber ich krieg das hin. Mit etwas Hilfe. Und zwar von euch. Hol mal Geff und Otto her, ja? Ist gut. Also hat uns mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Egal. Wenn sie sonst Sids Grab nicht besuchen will, tue ich, was ich kann. Und was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell sehr heiß werden kann und trotzdem die Form behält. Also eine Legierung. Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen mitredet. Deswegen müsst ihr mir helfen. Ich brauche Rohstoffe und hab schon genug anderes zu tun. Übernehmt ihr das? Besorgt mir eine bestimmte Art Sand, die nur draußen in der Weltkreuz zu finden ist. Sternsand heißt er. Alles andere sollte mein üblicher Händler vorrätig haben. Muss nur gekauft und hergebracht werden. Gut. Teilen wir uns auf, dann geht's schneller. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir es hinter uns.